Nach meinen Recherchen ist das Fahrrad in vielerlei Hinsicht einzigartig. Es hatte Michelin-Reifen, die sicherlich sehr schnell verändert wurden gegen bessere Ausführungen und modernere Ausführungen. Und das ganz Besondere ist, es ist nachweislich seit 4 Generationen in Familienbesitz, nachweislich, unverändert, ohne irgendwelche Änderungen und bisherigen Ausbesserungen. Man kann hier noch sehr schön die alte Lenkradform mit dem langen Bremshebel sehen. Sogar die Feder ist noch original erhalten, die Rückholfeder. Hier ist der Bremsschuh noch aus Metall ohne Gummibelag. Die Halterung des Schutzbleches. Der Reifen aus Leinengewebe mit Kautschukbelag. Hier kann man auch noch mal sehr schön eine Nahtstelle dieses Leinengewebes erkennen. Und der Vorderreifen ist noch vollständig.